Servus, willkommen in Ackendorf und man sieht's, ich habe mal wieder mich ein bisschen im Giants Editor ausgetobt, Version 1.3.3. Es ist eine neue Version geworden, einfach damit ich sie auch besser unterscheiden kann, denn hier haben sich dann doch auch noch mal ein paar Indexe verschoben. Und zwar aus einer ganz einfachen Tatsache heraus, das kann ich hier hinten ganz schnell zeigen. Ich habe nämlich hier einmal diese, ja, die Lager entfernt hier für das gebeizte Saatgut und so weiter. Das haben wir jetzt eben hier. Oh, da habe ich vergessen, unten drunter das Gras wegzumachen. Kann ich ja dann auch nachholen. Und ich habe eben hier die Tore entfernt, denn es war mir einfach, ja. Es war mir ein bisschen zu blöd, da jedes Mal Tor auf und zu, wo steht was dahinter und dann hat man ein falsches Tor aufgemacht und musste wieder auf und zu machen und tralala. Und dabei habe ich die Hallen hier noch ein bisschen angehoben, damit hier der Hallenboden auch durchschaut, weil der Bodenanstrich hier auch nicht überall so 100% gepasst hat. Man sieht das hier, ist bei dem Anstrich auch schwer, das wirklich passend zu machen, weil der scheinbar eine etwas andere Rasterung hat. So, jetzt kann man hier aber auch wirklich schön rangieren, kann hier die Fahrzeuge rein und raus, wie man es braucht. Und dann würde ich sagen, ja, noch eine Änderung. Springen wir gerade mal hier in diesen Schuckmaßstapler. Und zwar, mich hat es immer gestört, wenn man hier außen steht und kommt nicht in die Halle rein. Ja, und da habe ich das jetzt so gemacht, dass wir hier das Ganze eben manuell uns öffnen können. Bleibt dann eben natürlich auch so lange offen, bis wir es wieder schließen. Aber das heißt natürlich auch, wir können hier lustig hin und her fahren, ohne dass da jedes Mal das Ding hoch und runter fährt. Was eben ja auch nicht unbedingt so schön war. Ich hätte es gern so gemacht, dass es auch automatisch öffnet, wenn ich zu Fuß dahin gehe, aber das wollte einfach nicht. Dann habe ich mir gesagt, gut, dann mache ich es eben auf diese Art und Weise. So, und dann schauen wir mal. Von dem aus müsste das noch relativ flott gehen. Ach so, hier hatte ich auch noch eine Kleinigkeit. Ja, ihr merkt, das ist so eine kleine Änderungsfolge hier. Was habe ich alles geändert? Hier war es so, dass von zwei dieser Gewächshäuser waren hier die Lager für 60.000 Liter und bei zweien nur für 10.000 Liter. Fand ich ein bisschen seltsam. Warum macht man das nicht gleich? Jetzt 60.000, 60.000, 60.000, 60.000, alle vier gleich. Ja, wie gesagt, anders fand ich es auch ein wenig seltsam. Hier müssen wir auch nach der Ernte oder falls es zwischendrin regnet, man sieht ja oben an der Uhr, es ist eine Regenwolke da, es könnte also eine Ernteunterbrechung geben, dann müssen wir auf jeden Fall hier mal die vollen Paletten wieder wegnehmen, dass wir die dann auch zur Lebensmittelproduktion geben können. Ich habe den Milchmax umgebaut. Und zwar Milchmax 1 und Milchmax 2 sind jetzt identische Maschinen. Ich muss nur in den Milchmax 2 nochmal was auffüllen. Da ist mir was verloren gegangen. Da hatte ich nämlich schon drin. Natürlich, das war nicht ganz voll. Da müsste ich mir mal ausrechnen. Ich hatte nämlich vom Auflieger, also vom LKW, den Auflieger voll. Was hat der? 64 oder, nee, 54 oder 56.000 Liter. Und dann ging eben 20.000 wieder weg, weil 9 Paletten auf dem Palettensammler und eine auf dem Spawner. Das ist nämlich auch neu. Der Palettensammler wurde erweitert auf 9 und hier eben auch. Hier hatte ich noch das Problem, dass da die Kännchen gerne umgefallen sind, direkt auf dem Spawner. Und ja, wenn ich sie dort natürlich wegnehme, dann muss ich wieder das Spiel neu starten. Deswegen hinkt der im Moment ein bisschen hinterher. Scheint jetzt aber doch hoffentlich etwas besser zu laufen. Müssen wir aber, bis die 9 Paletten voll sind, dann auch mal noch genau
Beobachten. So, du lässt mich vor. Ach so, hier auch eine Änderung. Dieser Transformator, der brummt ja so ein bisschen. Und man hört es jetzt. Ich weiß nicht, hört man es überhaupt noch? Ich habe es leiser gemacht, so wie den Radius, in dem der brummt, auch etwas leiser. Mir kam es, als ich mit dem Fahrzeug vorbeigefahren bin, doch noch lauter vor als jetzt hier zu Fuß. Ja. Dann hüpfen wir hier einmal frech drüber. Habe ich hier auch noch mal eine kleine Änderung vorgenommen. Zum einen habe ich hier den Misthaufen von den Hühnern noch mal ein bisschen umgeändert, dass man da jetzt hoffentlich dann doch mit der Schaufel besser entnehmen können sollte. Und dann habe ich hier auch den Palettensammler noch mal geändert, weil ich mir dachte, warum hier nicht 10 Paletten ansammeln können? Und jetzt haben wir hier eben 10, die laufen erstmal hier in der Reihe nach hinten und dann, wenn wir uns jetzt so dahin stellen, einmal nach rechts. Und dann haben wir inklusive Spawner hier sogar 11 Paletten. Das heißt, ich kann mit dem automatischen Sammeln hier so ranfahren und bis ich an den Spawner komme, ist der Anhänger schon voll mit seinen 10, sodass ich da auch nicht Gefahr laufe, vom Spawner was runterzunehmen. Und dann springen wir mal noch eben schnell hier hin. Da sehen wir nämlich schon eine weitere Änderung. Ja, die Kartoffeln, die haben jetzt hier auch einen kleinen Palettensammler bekommen, weil ich auch das eben ganz nützlich, ganz hilfreich fand. So, gehen wir hier mal raus. Und dann schauen wir mal hier offscreen noch ein bisschen gearbeitet. Hier das erste bisschen an Kompost ist drin, habe ich hier weggeschaufelt. Dementsprechend jetzt hier doch deutlich weniger. Und dann, ja, hier liegt die Schaufel übrigens. Habe ich mir eine extra Schaufel, die ich nur dafür nehme, zugelegt. Ja, und da ist die halbe Folge schon rum, nur mit Änderungen zeigen. Es wird die nächsten Tage etwas weniger Offscreen geben, denn der Umbau wurde doch etwas mehr, als ich eigentlich vorhatte. Und deshalb fehlt mir da so ein bisschen die Zeit, zwischendrin immer Offscreen zu machen. Also hier sehen wir jetzt den Palettensammler. Ich hätte noch ein bisschen weiter ausbauen können. Hab hier auch schön den Boden begradigt, dass man auch hier mit dem Stapler schön ranfahren kann, dass das soweit alles noch gut funktionieren sollte. Und ja, jetzt können wir eben hier inklusive Spawner 10 Kännchen auf der Seite, wenn wir beide im Betrieb haben, was ja jetzt der Fall ist. Ja, hier könnte ich auch das Gras noch ein bisschen wegmachen. Das wächst doch ein bisschen weit hier rein. In der Ecke ein bisschen stört mich nicht. Da sammelt sich ja so wie hier gerne mal ein bisschen Unkraut in den Ecken, dass das jetzt gar nicht mal so unrealistisch aussieht. Aber hier ist mir doch ein bisschen zu weit schon. Da müsste ich doch noch mal ein bisschen mit dem Pinsel dran. Ja, und wie gesagt, hier vorne am Spawner, da sind mir die Paletten mal nach hinten, mal nach vorne, nicht Paletten, die Milchkannen umgefallen. Und da schauen wir mal, ob das jetzt besser funktioniert. Ich habe da einfach den Spawner ein bisschen angehoben, weil ich den Verdacht hatte, dass hier einfach der Höhenunterschied zwischen dem Palettensammler und dem Spawner zu groß war. Schau mal also jetzt mal, wenn diese Kanne hier fertig ist, wie weit das dann auch wirklich besser läuft. Wir schauen mal, die ist bald fertig. Dann spulen wir mal gerade ein bisschen schneller. Da, 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 da. So, also dann müsste die um 7 fertig sein. Ah, ein bisschen braucht sie noch. Hat noch keinen Impuls zum Weiterladen. Jetzt. Da fährt's weiter. Die nächste erscheint in Kürze. Oder auch nicht. Na, wo bleibt denn die nächste? Da. Und die steht jetzt auch richtig schön. Die fällt nicht rum. Also, vielleicht hatte ich da den goldenen Riecher und habe gleich auf Anhieb den Fehler gefunden, der dazu gesorgt hat.
Wobei ich sagen muss, ich hatte bisher, gut, da hatten wir auch meistens nicht so viele Milchkännchen gemacht. Da hatte ich selten das Problem. Das kam ein-, zweimal vor, aber jetzt hier in der Testphase nach dem Umbau und Erweitern kam das dann doch ein bisschen häufiger vor. Vielleicht war auch vorher, da ich, ja, durch den Boden, der da nicht ganz so glatt gezogen war, das dann auch etwas weniger. So. Dann ab zur Ernte. Und da würde ich sagen, ja doch, gehen wir hier mit dem New Holland los. Maisgebiss haben wir dran, dann fangen wir mit dem Mais an. So, dann einmal Schneidwerk heben, ohne dass das rückwärts fahren, ohne dass das Schneidwerk ausgewählt war. Ja, wer jetzt sagt, wie machst denn du das? Schaut euch das Drive Control Tutorial an, was ich die Tage rausgebracht habe. Da habe ich erwähnt, wie das Ganze funktioniert. Und jetzt fällt mir wieder ein, eine Mod habe ich noch vergessen, die wollte ich noch mit reinnehmen. Bei der kann man sich jetzt auf der Minikarte, wenn man die hier mit der 9 öffnet, auswählen, wie die Ansicht ist und kann sich dann zum Beispiel auch anzeigen lassen, welche Frucht auf welchem Feld steht oder ob es schon erntereif ist oder nicht. Wir gehen dann halt jetzt mal hier so vor. Wir sehen einmal, erntereif ist alles, was an irgendwo angebaut ist. Frucht, Sorte, Körnermais suchen wir also. 5, 24, 47. Nur diese drei Felder haben wir. Dann schnappen wir uns die. Und ja, dann ist doch so langsam aber sicher eigentlich auch mal die Überlegung, sich einen etwas größeren Drescher noch zuzulegen. Und da muss ich sagen, da bin ich doch am Überlegen, ob ich da den großen Rosselmech mir dann eben zulege. Da können wir dann aber auch in Kürze nochmal reinschauen. Wir werden hier, ehe wir da Autocombine das Ganze machen lassen können, sowieso erstmal die ersten 2 bis 3 Runden per Hand fahren müssen und dann können wir eben auch mal schauen, dass wir zwischen dem Abtanken zwischendurch in den Shop schauen, was denn da wie Sache ist. Und dann, ja, kann man sich vielleicht auch überlegen, ob man sich das erste Jahr, in dem man das benutzt, oder halt die erste Ernte, wie auch immer man das bezeichnen möchte, ob man das als Jahr oder Erntesaison oder wie auch immer bezeichnet. Ist natürlich dann die Überlegung, ob man dann testweise nicht hingeht und das Ganze sogar erstmal mietet und schaut, kommen wir damit zurecht, funktioniert da alles oder ist das doch eine Nummer zu groß oder eine Nummer zu klein? So, einmal einschalten und ins Feld reinstechen. So ist die schöne Erntezeit, da beginnt sie. Wie gesagt, die nächsten Folgen werden ein bisschen mehr aneinander anknüpfen. Da wird nicht viel Offscreen dazwischen liegen. Auch wenn für viele hier so die Ernte doch eher langweilig, das sieht man ja andauernd und tralala. Ja, ist mir auch bewusst, aber die Ernte muss gemacht werden und durch den Umbau fehlt mir halt jetzt einfach die Zeit, das Ganze offscreen machen zu können. Beziehungsweise könnte ich es zwar offscreen machen, aber dann kommen halt ein paar Tage keine Folgen. Und daher denke ich, ist es doch dann angenehmer, wenn ich da Folgen draus mache. Dann sieht man wenigstens, was hier abgeht. Und ja, Ernte ist doch immerhin für die meisten noch interessanter als jetzt Rasenmähen, was auch noch fällig ist. Ist mir leider dann auch erst eingefallen, nachdem ich die Zeit schon vorgespult hatte, dass ja in den Mixfeeder auch mal wieder ein bisschen frisches Gras wieder rein müsste. Zur Not kaufen wir uns da halt auch einfach mal eine Ladung.
könnte ja mal schauen, wie viel haben wir denn im Mixfeeder drin? Ah, Gras noch 10.000. Naja gut, das reicht auf jeden Fall mal noch für eine Fütterung. Ja, noch mehr. Das reicht noch für mindestens mal zwei, würde ich sagen. Können wir aber auch mal eben reinschauen, wie viel Verbraucher denn im Moment pro Fütterung. Gras 8, 2.300, also vier Fütterungen haben wir noch. Vier Fütterungen haben wir noch, ja, also brauchen wir uns da jetzt noch keine Sorgen zu machen. Irgendwann nach der Ernte wird sich die Zeit finden, auch mal noch einen Sammelwagen voll mit Gras zu mähen. Und ja, dann haben wir auf jeden Fall wieder einige Fütterungen. Damit mehr im Behälter, im Vorratsbehälter drin. So, 16 Minuten. Damit würde ich sagen, das war's für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat und euch eben auch der Umbau gefallen hat, was ich hier gemacht habe, die Ideen, die dahinter stecken, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja morgen in der nächsten Folge schon wieder oder in Kürze in der nächsten Hunter-Folge. Ja, dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.